Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Manderscheid und wir gehen die dritte Etappe des Lieserpfads nach Wittlich. Die Strecke ist 23,2 Kilometer lang und es geht 615 Höhenmeter hoch und 815 Höhenmeter runter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier erwartet, dann bleibt dran.
Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Die dritte Etappe gilt ja auch als die schönste Etappe des Lieserpfads und wir können den Eindruck definitiv bestätigen. Es ist wirklich sehr idyllisch hier. Es geht schon in der Lieser entlang. Es gibt sehr viele schmale Pfade und Waldwege. Also von uns aus kann es gerne so weitergehen. Ja, und mit dem Wetter haben wir heute natürlich auch viel Glück. Man sieht es ja. Wir genießen so richtig hier die ganzen frühlingshaften Sonnenstrahlen. Ja, und dann ist vielleicht noch zu bemerken, bei den ersten beiden Etappen hatte ich noch meine großen Wanderstiefel an, aber meine Füße haben so ein bisschen gelitten. Deswegen bin ich heute mal umgestiegen auf meine bequemen Laufschuhe. Und bisher muss ich sagen, obwohl es manche Abschnitte gab, die so etwas diffizil zu gehen waren, komme ich momentan mit den Schuhen eigentlich ganz gut zurecht. Es gab so ein paar matschige Abschnitte. Aber meine Hoffnung ist, dass ich die 23 Kilometer heute in diesen Schuhen ganz gut überstehen werde. Ja, in diesem Sinne auf zum zweiten Teil. Thank you.
Wir sind fast am Ende der Etappe und kommen zum Fazit. Es ist eine sehr waldreiche Wanderung, die sehr viele schmale Pfade bietet. Es ist konditionell auch gerade in der ersten Hälfte etwas fordernder. In der zweiten Hälfte ist es dann etwas gemütlicher, was dann auch entgegenkommt. Da sind die Wege dann teilweise auch etwas breiter. Also es fällt ein bisschen ab im Vergleich zur ersten Hälfte. Ist aber immer noch sehr schön. Als Tipp hätten wir für euch, falls ihr nur den schönsten Abschnitt gehen wollt, kurz hinter Manderscheid. Da bietet sich noch der schöne Grafschaftpfad an. Das ist ein Rundweg. Ansonsten, falls ihr noch einkehren möchtet, bietet sich bei 18 Kilometer die alte Pleiner Mühle an. Schaut da, ob die geöffnet hat. Ansonsten könnt ihr natürlich auch am Ende in Wittlich einkehren. Allerdings würden wir euch auf jeden Fall raten, gerade bei der Streckenlänge, dass ihr euch ordentlich Proviant mitnehmt. Ja, Negatives gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Man kann sagen, die zweite Hälfte fällt etwas ab im Vergleich zur ersten Hälfte. Die ist noch etwas abwechslungsreicher und spannender. Ja, und was uns am besten gefallen hat hier an dieser Etappe, war auf jeden Fall der hohe Pfadanteil. Gerade kurz hinter Manderscheid, diese spektakulären Pfade entlang der Felsen. Das hat uns richtig gut gefallen. Immer wieder die tollen Blicke auf die Lisa und halt insgesamt, dass die Strecke sehr abwechslungsreich ist. Der ersten Hälfte würden wir 10 Punkte geben, der zweiten vielleicht noch 6 bis 7. Das macht summa summarum 8 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.